Vor langer, langer Zeit gab es einen Arzt und einen König. Beide waren sehr gute Freunde. Manchmal jedoch empfand der König seinen guten Freund, den Arzt, als etwas wunderlich. Denn egal was passierte, der Arzt antwortete immer mit gut, schlecht, wer weiß das schon. Einmal lief einem armen Bauern sein Pferd davon. Alle waren erschüttert, denn nun musste dieser sein Feld von Hand beackern. Nur der Arzt des Königs wiegte seinen Kopf und sagte, gut, schlecht, wer weiß das schon. Der König konnte nur mit dem Kopf schütteln, über so wenig Mitgefühl. Eine Woche später kam das Pferd zusammen mit zwei Wildpferden zu den Bauern zurück. Das Dorf jubelte, nur der Arzt zuckte die Schultern. Gut, schlecht, wer weiß das schon. Der König verdrehte genervt die Augen. Einige Tage später hatte der König eine Wunde am Finger, die er sich beim Rosenschneiden im Palastgarten zugezogen hatte. Als der Arzt sie verband, sagte er wieder nur, gut, schlecht, wer weiß das schon. Da wurde der König wütend, und als der Finger nicht verheilte und amputiert werden musste, der Arzt jedoch immer noch kein Mitgefühl zeigte und stattdessen wieder nur seine gut, schlecht, wer weiß das schon Spruch parat hatte, steckte der König ihn in den Kerker und ritt zur Jagd. Er wollte seinem Freund eine Lektion darüber erteilen, was gut und schlecht war. Als er so allein durch die Wälder striff, verirrte sich der König und traf auf einen eingeborenen Stamm. Die Stammeskrieger nahmen ihn sofort gefangen, denn heute war Opferfest für ihren höchsten Gott, und sie hatten noch kein geeignetes Opfer für die Zeremonie gefunden. Als er da so gefesselt am Marterpfahl stand, dachte der König, er würde seinen seltsamen Freund, den Arzt, nie wiedersehen. Er bereute ihn, in den Kerker gesperrt zu haben. Ein Schrei unterbrach seine Gedanken. Der Priester des Stammes hatte seinen amputierten Finger entdeckt. Er war empört. Ein so unvollkommenes Opfer mit nur 9 Fingern konnte man der großen Gottheit unmöglich darbieten. Er ließ den König frei und der wiederum schlug sich zum Schloss durch. Dort angekommen ging er direkt zum Kerker, um sich bei dem Arzt zu entschuldigen. Der aber wiegte wieder nur seinen Kopf. Gut, schlecht, wer weiß das schon? Hättest du mich nicht eingesperrt, wäre ich mit dir zur Jagd geritten. Und ich hab noch alle meine 10 Finger. Alle drehen innerlich ein bisschen durch. Stress, Stress, Stress. Willkommen bei Burnout Coaching Berlin. Willkommen eigentlich in meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Aber eigentlich willkommen in der gefühlt 50.000. Corona-Extra-Folge in diesem Jahr. Mit mir, Susi. Deutschland ist im Stress. Deswegen nehmen wir alles auch wie durch einen Tunnel wahr. Unser Unterbewusstsein blendet alles aus, was nichts mit der Gefahrensituation zu tun hat. Wir blicken durch einen Tunnel und nehmen alles ein bisschen extremer und vielleicht auch einseitiger wahr als in Zeiten, in denen wir jeden Tag von vielen unterschiedlichen sozialen Kontakten, Erlebnissen und auch Denkansätzen umgeben sind.
Wir sind von morgens bis abends konfrontiert und auch ein bisschen fixiert auf diese komische Corinna, von der jetzt immer alle reden. Durch Nachrichten, Maßnahmen und Meinungen, die unseren Alltag bestimmen, ob wir wollen oder nicht. Oh, meine Nachbarn drehen gerade die Musik wieder auf. Wie schön ist das denn? Ja, allein die Umstände, in denen wir momentan mehr oder weniger festhängen, führen zu Gefühlen der Wut und der Frustration, bis hin zur Aggression, Verzweiflung und natürlich nach so langer Zeit auch zur Ungeduld. In den letzten Tagen begegnet mir immer häufiger ein Stressphänomen, das so alt ist wie die Menschheit selbst. Es ist sogar so alt, dass es nicht unwesentlich an der Entstehung aller Religionen beteiligt war, die wir heute auf der Erde so finden können. Dieses Phänomen ist die Frage nach dem Warum. Oder auch die Suche nach dem Schuldigen. Vielleicht ist auch dir schon mal aus heiterem Himmel etwas wirklich Schlimmes zugestoßen, was dein Leben nachhaltig verändert hat. Eine schwere Erkrankung etwa, der plötzliche Verlust eines geliebten Menschen oder ähnliches. Etwas, was dich innerlich durchgeschüttelt und so richtig durcheinander gebracht hat. Wie auch immer. Wenn plötzliche, unerwartete und schwerwiegende Veränderungen Einzug halten, gerät nicht nur unser Leben und unser Alltag ins Wanken, sondern auch unsere innere Welt mit all ihren Emotionen und Ansichten und Überzeugungen, die wir bis dahin gehabt haben. Wenn schlimme Dinge passieren, die sich unserer Gewalt völlig entziehen, dann fühlt sich das ungerecht an. Und es ist meistens nur schwer zu fassen und zu begreifen. Also, wir sind dann erstmal ganz schön unzufrieden. Wir sind sauer, traurig, angepisst, wenn Situationen im Leben sich unserer Kontrolle entziehen. Wir hatten nämlich ganz andere Pläne für diesen Tag, für diesen Sommer, für dieses Leben. Verflucht nochmal. Wir wissen irgendwie gar nicht, wohin mit uns. Und all diese Energie, die vor allem unbändige Wut und Angst mit sich bringen. Nur eines spüren wir ganz genau. Diese Energie, diese Wut, diese Angst müssen raus. Irgendwohin, damit wir nicht komplett durchknallen. Ein Ventil muss her, um diesen unerträglichen, inneren Druck abzulassen. Und wo finden wir dieses Ventil? Normalerweise natürlich bei denen, die wir für verantwortlich für diese ganze Scheiße halten. Was, wenn wir diese Verantwortlichen auf den ersten Blick nicht ausmachen können? Wenn die Bedrohung unseres inneren Friedens nicht so richtig greifbar ist? Bei Naturkatastrophen zum Beispiel? Oder etwa, wenn ein Virus die Welt befällt und keiner so richtig weiß, wo es herkommt und was jetzt zu tun ist? Wenn wir also mit Dingen konfrontiert sind, die uns wütend machen oder starke Ängste auslösen und wir das ungerecht finden, weil unser Leben auf einmal Kopf steht, und es aber offenbar niemanden gibt, der so richtig verantwortlich ist dafür, dann suchen wir eben so lange unbewusst nach jemandem, der schuld ist daran oder zumindest nach jemandem, der verantwortlich ist dafür, dass diese Situation sich zieht und nicht aufhört, nach einem greifbaren Verantwortlichen für unseren Frust, Ärger und die Verzweiflung, nach jemandem, den wir bekämpfen können. Damit wir diese Energien loswerden, damit all das aufhört oder rückgängig gemacht werden kann und wir suchen unermüdlich, bis wir ihn gefunden haben.
Wir nutzen Dinge oder andere Menschen unbewusst als Projektionsfläche. Wir finden diese in Politikern, die unserer Meinung nach alles falsch machen, in Nachbarn, die sich zum Beispiel nicht an die Abstandsregeln halten und damit auch schuld sind, dass dieser Lockdown noch länger bleibt, weil sich der Virus immer weiter verbreitet. In Vermutungen, wer in Wirklichkeit im Hintergrund die Fäden zieht oder manchmal sogar auch in Gott. Das ist also ein Jahrtausendealter, ein ganz natürlicher Prozess, den dein Unterbewusstsein da anstößt. Denn nichts ist schwerer auszuhalten als die Frage nach dem Warum, die Frage nach der Ursache, die Frage nach dem Schuldigen. Im Moment zeigt sich dieses Phänomen vor allem in zwei Arten von Diskussionen oder Kämpfen, die in der Bevölkerung untereinander ausgefochten werden. Nämlich Diskussionen um Freiheitsrechte und Diskussionen über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen, die angeordnet sind. Egal, ob du pro Freiheitsrechte oder pro Lockdown bist, egal, ob du all die Corona-Maßnahmen für völlig überzogen oder für nicht ausreichend hältst. Jeder von uns ist also gestresst und viele versuchen, unbewusst, weil es in unserer Natur liegt, diesen Stress abzubauen. Denn das ist gesund, im Gegensatz zu innerem Druck, der natürlich bestehen bleibt, wenn wir keine Projektionsfläche für diesen Stress finden. Wir versuchen ihn also abzubauen, indem wir mit Freunden, Nachbarn, Familienmitgliedern und Arbeitskollegen wild diskutieren, von denen wir eventuell wissen, dass diese nicht die gleiche Meinung haben wie wir selbst. Und von denen wir fühlen, dass sie schuld sind. Schuld daran, dass das Virus sich weiter verbreitet, weil sie zu unvorsichtig sind, weil sie sich nicht an die Maßnahmen halten und die Situation unserer Meinung nach nicht ernst genug nehmen. Oder Schuld daran, dass wir alle unserer demokratischen Rechte beraubt werden, weil sie sich eben an die Maßnahmen halten, statt für ihre Freiheit zu demonstrieren. Weil sie sich von einem harmlosen Virus ins Boxhorn jagen lassen, weil sie die politische Situation und die kommende Überwachung einfach nicht ernst nehmen. Egal, zu welcher von beiden Parteien man gehört. Und das sind tatsächlich momentan viele, die entweder zu der einen oder zu der anderen Seite tendieren. Das Gefühl, welches zurückbleibt, nach einer Diskussion mit überzeugten Virusleugnern oder braven Systemschäfchen, ist immer das Gleiche. Unendlicher Frust. Denn die anderen sind einfach nicht zu bekehren. Und das, obwohl aus unserer Sicht doch alles so offensichtlich ist und das Internet voll von Belegen für unsere Theorie. Egal welche das sein mag. Die anderen lassen sich nicht bekehren. Egal aus welcher Richtung du kommst und egal wie sehr du dich an anderen uneinsichtigen Leuten abarbeitest. Am Ende dieser Diskussion gehen wir mit dem Gefühl daraus, noch gestresster zu sein, noch wütender zu sein, noch mehr Aggressionen zu haben. Dicht gefolgt von den Gefühlen der Verzweiflung und Ohnmacht darüber, dass keiner uns versteht. Und vielleicht fällt es dir an dieser Stelle auf. Auch nach 2 Stunden unbefriedigender Diskussion mit dem jeweils anders Überzeugten sitzen wir ironischerweise gefühlsmäßig mit dem gegnerischen Gegenüber immer noch im gleichen Boot. Denn obwohl unsere Überzeugungen von Freiheitsrechten, derer wir beraubt werden, oder von Maßnahmen, die wirklich notwendig sind,
gegensätzlicher nicht sein könnten im Moment. Beide fühlen sich einfach unverstanden und vielleicht sogar noch ein bisschen näher am Durchdrehen, weil der andere einfach nicht verstehen will, was offensichtlich ist, als vor dieser Diskussion. Je öfter du dich mit Menschen auseinandersetzt, die du sozusagen für gefährlich oder für verantwortlich hältst im Moment dafür, dass die Dinge einfach so weiterlaufen, wie sie gerade laufen, umso unverstandener und verlorener oder gar ausgelieferter wirst du dich fühlen in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft. Und je öfter du dich auf solche Diskussionen einlässt und mit diesem Gefühl da rausgehst, wird es wirken, als ob die Welt voll ist von Ignoranten, die dich nicht verstehen wollen, die Horrorszenarien verbreiten, dass keiner bereit ist, das zu tun, was nötig ist, deiner Meinung nach, um uns und unsere Mitmenschen zu retten. Natürlich kannst du dich auseinandersetzen und diskutieren oder gar streiten mit anderen. Das Problem, vorerst wird sich weder an der Kontaktsperre noch an dem Virus etwas ändern. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass du auch deine letzte Energie in diesen anstrengenden Gesprächen verlierst. Energie, die du eigentlich brauchst, um dich zu stabilisieren und um herauszufinden, wie du diese diffusen Gefühle der Angst oder der Wut oder einfach nur der Unzufriedenheit, weil du seit Wochen im Lockdown bist, loswerden oder zumindest ein bisschen ausbalancieren kannst. Und hier möchte ich dich anregen, deinen Blickwinkel zu wechseln. Denn du als Mensch bist ein soziales Wesen, welches auf seine Herde, also die Gesellschaft, in der es lebt, angewiesen ist. Unser aller Unterbewusstsein ist momentan echt hart am Arbeiten und mega gestresst. Denn alles, woran es sich sonst orientiert hat, unser stinknormales, fast langweiliges Alltagsleben, ist eingestürzt. Und um dich herum gibt es also zu allem Überfluss auch noch andere Menschen, die nicht bereit sind, alles zu tun, was deiner Meinung nach nötig ist, damit die Situation sich schnellstmöglich wieder ändert und du bzw. dein Unterbewusstsein sich wieder sicher fühlen kann. Dein Unterbewusstsein ist also kurz vorm Durchdrehen. Dennoch macht es seinen Job ziemlich gut und versucht sich zu reorganisieren und neue, sichere Eckpfeiler in deinem Alltag auszuloten. Das spiegelt sich zum Beispiel bei vielen im Moment durch intensive Träume und nicht so erholsame Nächte wieder. Daher lautet mein erster Tipp, wie du statt Energie in Diskussionen zu verlieren, dich und dein Unterbewusstsein wieder stabilisieren kannst. Intensive Träume in Zeiten, in denen alles Kopf steht, sind ganz normal. Dein Unterbewusstsein will den Umbruch sortieren, einordnen und verarbeiten und kreiert deshalb manchmal echt krasse Szenarien und Nächte, aus denen du gefühlt müder aufwachst, als du ins Bett gegangen bist. Dies kannst du jedoch nutzen, um Ängste, Wut oder Depri zu verringern. Du wirst ruhiger mit deinen Träumen umgehen können und verstehen, woran genau dein Unterbewusstsein sich gerade abarbeitet, indem du guckst, wofür sie stehen, beziehungsweise wofür die Dinge oder Personen oder Orte, von denen du träumst, stehen. Wie du das machst, darüber habe ich in Staffel 4 eine ganze Folge gemacht, und zwar die erste Folge in der vierten Staffel. Das setze ich dir aber nochmal in den Beschreibungstext zu dieser Episode, das musst du dir jetzt nicht merken. Kommen wir lieber erstmal zu Tipp Nummer 2.
Außerdem kannst du deinem Unterbewusstsein helfen, wieder Stabilität zu erschaffen. Strukturiere deinen Tag mit Abläufen, die unangetastet bleiben von Corona und sonstigen ständigen Wechseln und Veränderungen. Zum Beispiel aufstehen zu immer gleichen Zeit, Spaziergänge, Essen, Entspannen, Putzen, Spielen, Einkaufen, immer zur gleichen Zeit. Oder zur gleichen Zeit am gleichen Wochentag. Gib deinem Unterbewusstsein etwas Absehbares. Etwas, wo es das Gefühl hat, dass allein du entscheidest, was wann passiert. Denn danach sucht es in dieser verrückten Corona-Zeit verzweifelt. Tipp Nummer 3. Erschaffe dir, vor allem wenn du zu Ängsten und innerer Unruhe oder starken Aggressionen neigst im Moment, einen Corona-freien Raum, in dem du dich vor allem vor Menschen mit gegenteiliger Meinung, deren Überzeugungsversuchen dich den letzten Nerv und die letzte Kraft kosten im Moment, zurückziehen kannst. Du kannst ja auch nochmal Folge 4 aus Staffel 2 über Angst oder Folge 3 aus Staffel 2 über Wut anhören und wie man sie kanalisieren kann. In der Folge vom letzten Mal, die Nerven liegen blank, findest du auch eine Übung, die dir helfen wird, loszulassen und Kraft und innere Ruhe zu tanken. Sowohl die Übung für inneren Frieden aus der vorangegangenen Folge als auch die wunderbare, entspannende Atemübung gegen Stress und Angst aus der Angstfolge findest du auch nochmal im Downloadbereich meiner Webseite zum kostenlosen Runterladen. Das Passwort dafür findest du im aktuellen Newsletter. Falls du dich noch nicht angemeldet haben solltest, kannst du das natürlich jederzeit nachholen. Keine Sorge, das waren jetzt viele Folgen und Staffelnummern. Das alles habe ich dir natürlich auch nochmal in die Beschreibung zu dieser Episode gepackt und verlinkt, sodass du dir das in Ruhe nochmal anhören kannst. Da es momentan überwiegend Ängste oder echt starke Aggressionen sind, mit denen die meisten Menschen aus diesen wirren und endlosen Diskussionen mit Leuten mit der entgegengesetzten Meinung rausgehen, sind das eben wirklich auch zwei Folgen, die ich sehr empfehlen kann, um diese Gefühle aufzulösen, damit sie eben nicht noch mehr Energie fressen, die du vielleicht im Moment sowieso nicht mehr so richtig hast. Tipp Nummer 4. Nachrichtenkonsum würde ich nun gänzlich auf ein Minimum reduzieren. Meiner Meinung nach gibt es nämlich viel zu viel Schwarzmalerei und stressige Aussagen durch Artikel, Videos und Überschriften in den Medien, in denen alle möglichen Szenarien ausgemalt und durchgespielt werden, von denen heute sowieso noch keiner sagen kann, wie realistisch sie sind. Du kannst das gut beobachten, wenn du in die Nachrichtenübersicht gehst, in deinem Lieblings-Online-Portal oder auf Google News oder so. Jede Zeitung versucht momentan Leser zu bekommen, indem sie halt immer wieder Fragen aufarbeiten, die aber am Ende nie eine Lösung bieten, sondern ganze Artikel, die sich immer nur um diese nicht zu beantwortenden Fragen drehen und in denen man sich dann ewig verlieren kann, aber eben am Ende auch nicht schlauer ist als vorher, sondern unruhiger als vorher. Und auch dieses Lesen und sich durch diese Artikel durcharbeiten in der Hoffnung, irgendeine neue Information zu finden, kostet super viel Energie, die du im Moment viel besser für den inneren Frieden und das gut durch die Krise kommen brauchen kannst. Tipp Nummer 5. Achte bewusst beim Spazierengehen, beim Joggen, beim Arbeiten im Garten oder auf dem Weg zur Arbeit auf andere, die, genau wie du, Abstände einhalten und erfreut lächeln, weil du dasselbe tust,
Oder die, genau wie du, entspannt an dir vorbeigehen, ohne besorgt einen Schritt zur Seite zu machen? Egal, wofür du stehst und was deine Überzeugung ist. Du bist nicht allein in diesen seltsamen Zeiten damit. Und das ist etwas, was zählt und was unheimlich wichtig ist zu wissen. Denn du bist ein soziales Wesen. Und egal, wofür du stehst, es gibt immer eine Personengruppe, die versteht, wie es dir geht und die sich im Moment genauso fühlt wie du. Ich, Susi von Burnout Coaching Berlin, bin grundsätzlich immer dafür, dass Menschen sich austauschen sollten. Ich glaube, dass Diskussionen immer auch etwas sehr Fruchtbares sind und unseren Horizont erweitern. Diskussionen in Zeiten, in denen wir Menschen so emotional aufgeladen und verunsichert sind, kosten aber sehr, sehr viel Kraft. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass der andere durch sein Verhalten eine Bedrohung darstellt und dass man ihn halt wirklich unbedingt überzeugen muss, damit die eigene Situation sich ändert. Im Moment ist es auch so, dass egal wie überzeugend wir sind mit der Sache, für die wir stehen, sich nicht so viel ändern wird. Die Situation ist jetzt erstmal so, wie sie ist. Fast alles ist eingefroren. Die Lockerungen werden sehr langsam und nur schrittweise erfolgen. Ich möchte an dein Selbstvertrauen und deine Selbstliebe appellieren an diesem Punkt. Am Ende sieht es doch so aus. Wenn das Virus wirklich ein Fake ist, dann wird es auffliegen. Denn unsere moderne Welt und all die neugierigen und schlauen Menschen, die vielleicht genauso denken wie du, sind viel zu vernetzt, als dass eine solche riesige globale Lüge ewig aufrechterhalten werden kann. Du musst also erstmal nicht kämpfen dafür und dich ewig daran abarbeiten, dass dir niemand glauben will, dass es einfach zu viele Leute gibt, die kritiklos alles hinnehmen etc. pp. Andersrum, wenn das Virus wirklich real ist, sieht die Zukunft auch ganz gut aus. Denn im Gegensatz zu dem, was ich so in den Medien lese oder auf den Pressekonferenzen höre, ist es ja nicht so, dass nur ein Impfstoff uns retten kann, der aufgrund unserer weltweiten Vernetzung, auch der Forscher, wahrscheinlich schon im frühen Herbst diesen Jahres, auf jeden Fall aber bis spätestens Anfang nächsten Jahres in ausreichender Menge produziert werden kann, sondern auch das Finden von wirksamen Medikamenten und anderen Therapieansätzen wird diesem Virus und dieser Belastung der Intensivstation und der hohen Todeszahlen den Garaus machen. Studien, die im größeren Rahmen die Wirkung von mehreren wirklich vielversprechenden Therapien untersuchen, laufen bereits seit Wochen und sie werden noch vor diesem Sommer abgeschlossen sein. Und die Chancen, dass dabei irgendwas rauskommt, was uns hilft, die Krankheitsverläufe milder ablaufen zu lassen, ist wirklich hoch. Für uns alle gilt, wir lernen so viel gerade über uns und über die anderen und die Gesellschaft, in der wir leben. Über Politiker, die weiterhin ein Auge auf unsere Freiheitsrechte haben wollen. Oder über Politiker, die ein Auge auf die Volksgesundheit haben wollen. Oder über Großkonzerne, die ihre Marktposition und guten Gewinne aus den letzten Jahren nutzen, um Schutzausrüstung zu kaufen, nach Deutschland zu bringen und dann einfach zu verschenken. Wir lernen über Großkonzerne, die trotz riesiger Gewinne bei Hilfsgeldern vom Staat zuschlagen und ihn ausnehmen, als gäbe es kein Morgen mehr. Wir lernen, dass es offenbar viele, viele Menschen in unserer Bevölkerung gibt, die, egal was passiert, immer ein Auge darauf haben werden, dass uns unsere Rechte niemand abspricht. Wir lernen,
dass es viele, viele Menschen in unserer Bevölkerung gibt, die, egal was passiert, auch immer motiviert sein werden, Rücksicht auf andere zu nehmen, damit wir alle so gesund wie möglich bleiben können. Kein Konzern, keine Regierung, kein Mensch hat in einer solchen Krise noch Energie übrig, um sich hinter einer Maske zu verstecken. Deswegen wird momentan so einiges zutage gefördert und lässt uns manchmal mit einem warmen Gefühl im Herzen und manchmal mit einem großen Schrecken zurück. Vielleicht sind wir entsetzt über das eine oder andere, was sich nun offenbart. Dennoch, wir lernen viel. Wir staunen, was plötzlich alles möglich ist. Wir müssen so viel verarbeiten in diesen Tagen. Ob nun Viruspanik oder Freiheitsentzug, für beides braucht es zum gegebenen Zeitpunkt eine geschlossene Gesellschaft. Und egal, wer recht hat, ob nun die Viruspanik berechtigt ist oder die Panik vor dem Freiheitsentzug, für die Bekämpfung von beiden Varianten brauchen wir zum gegebenen Zeitpunkt eine geschlossene Gesellschaft, die auch Energiereserven hat, um an einem Strang zu ziehen, falls es noch richtig dicke kommt. Ein gespaltenes Land wird weder das eine noch das andere durchstehen können. Und daher lautet das Mantra der Woche einmal mehr: Gut? Schlecht? Wer weiß das schon? Was ich in den letzten Folgen vergessen habe zu erwähnen, weil auch ich momentan ein Corona-Gehirn habe: Falls du dich gerade halb tot langweilst zu Hause oder dich mit irgendwas ablenken willst und dir so langsam die Ideen ausgehen, kannst du dir übrigens immer noch mein Buch zum Podcast bestellen. Darin findest du, abgesehen von den Kapiteln über Burnout und Persönlichkeitsentwicklung, 4 Übungen, um runterzukommen, Energie zu schöpfen und sie zu erhalten. Da das Buch per Post direkt in deinen Briefkasten kommt, läuft die Lieferung bisher und ich denke auch weiterhin reibungslos, trotz Corona. Was beschäftigt dich gerade am meisten? Was sind deine Lichtblicke? Was raubt dir gerade den letzten Nerv? Schreib es mir auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du, sowie alle Folgen, die ich heute genannt habe, sowie den Newsletter-Link als auch den Bestelllink für mein Buch in dem Beschreibungstext zu dieser Episode. Danke dir fürs Ruhigbleiben und besonnen Handeln. Und bis zum nächsten Mal. Deine Susi.